Ich zeige euch jetzt 4 Bilder und ihr müsst entscheiden, welche davon extra für dieses Video animiert wurden und welche einfach nur Ingame-Grafik sind. Alles klar? Los geht's! Das ist Bild Nummer 1, Bild Nummer 2, Bild Nummer 3 und Bild Nummer 4. Welche davon wurden extra angefertigt und welche davon sind einfach nur Screenshots? Ja, wahrscheinlich habt ihr den Braten längst gerochen. Es sind alle Bilder Ingame-Grafik. Das ist Control. Herzlich willkommen zurück zu Beyond RTX, meiner Serie in Kooperation mit Nvidia und Palette. Den ersten Teil der Serie haben wir bereits abgeschlossen. In den letzten 3 Folgen haben wir uns mit wichtigen Grundlagen beschäftigt. Mit dem Paradigma von Grafikkarten, der Parallelisierung in Folge 1. Danach mit Raytracing am Beispiel des bekannten Algorithmus Witted Style Raytracing in Folge 2. Und in Folge 3 haben wir einen Blick auf maschinelles Lernen geworfen, der Grundlage für Techniken wie Nvidia GauGAN oder dem für Gamer relevanteren DLSS. In der zweiten Hälfte der Serie beschäftigen wir uns mit fortgeschritteneren Themen, mit verschiedenen Games und auch mit dem Thema Performance. Und den Anfang machen wir heute mit Control. I wanna be a part of this world. But it's all a lie. Control wurde im August 2019 von Remedy veröffentlicht. Remedy könntet ihr eventuell schon von anderen Titeln wie Max Payne, Alan Wake oder auch Quantum Break kennen. Und wie für das Studio üblich, ist Control mal wieder was ganz Eigenes. Das Spiel handelt von übernatürlicher Macht, von telekinetischen Fähigkeiten und ist ziemlich gut darin, dem Spieler bloß nicht zu viel Informationen zu geben. Selbst nach mehreren Stunden Spielzeit hatte ich noch immer nicht wirklich einen Plan, was da eigentlich los war. Lassen wir die Story aber erstmal beiseite und schauen uns die Grafik genauer an, denn die ist mein persönlicher Favorit aus dem Jahr 2019. Das, was ihr hier seht, sind allesamt Screenshots, die mit dem In-Game-Screenshot-Tool aufgenommen wurden und das zeigt eindrücklich, wie Remedy verschiedenste Szenarien, Beleuchtung und Farben einsetzt, um einen ganz eigenen Look zu erzeugen. Natürlich spielt hier auch Raytracing eine wichtige Rolle, aber bevor wir uns Control in der Praxis anschauen können, benötigen wir erst noch einige Grundlagen. Wenn ihr dieses Video hier gesehen habt, wisst ihr, was Hybrid Rendering ist und warum man nicht einfach alles mit Raytracing berechnet. Theoretisch wäre das nämlich möglich, in der Praxis sieht das ein bisschen anders aus. Eine RTX 2080 Ti kann laut Spezifikation 10 Gigarays pro Sekunde verschießen und damit fast 10-mal so viel wie noch eine GTX 1080 Ti. 10 Gigarays, also 10 Milliarden Strahlen pro Sekunde, klingt erstmal nach richtig viel, als könnte man einfach auf Rasterisierung verzichten. In der Tat ist das leider nicht der Fall. Nehmen wir mal den Algorithmus aus der zweiten Folge Beyond RTX als Basis. Witted Style Raytracing. Wir wollen natürlich nicht in Full HD, sondern gleich in 4K 60 zocken und zählen jetzt einfach mal die Strahlen. Keine Sorge, das geht ganz schnell. 4K bzw. technisch korrekt Ultra HD bedeutet 3840 mal 2160 Pixel, insgesamt also ca. 8,3 Millionen. Bei 60 FPS müssen wir diese 8,3 Millionen Pixel 60 Mal pro Sekunde neu berechnen, sind also etwa bei 500 Millionen Pixel pro Sekunde. 500 Millionen klingt es aber doch noch ein ganzes Stück entfernt von 10 Milliarden, aber lasst euch da mal nicht täuschen. Bis jetzt haben wir nämlich nur die Hälfte vom Witted Style Raytracing Algorithmus durchlaufen. Strahlen erzeugen und deren initialen Schnitt berechnen. Als nächstes müssen wir für jeden einzelnen Schnittpunkt die Beleuchtung berechnen. Gehen wir mal von nur 10 relevanten Lichtquellen aus. Und das ist ziemlich wenig, denn allein in diesem Kamerabild gibt es schon deutlich mehr. Eine Lichtquelle, das ist der Scheinwerfer links von mir, der Scheinwerfer rechts von mir, aber auch die Scheinwerfer hinter mir, die Monitore, der PC, das Schaltpanel da hinten, das sind alles relevante Lichtquellen. Mit Faktor 10 werden aus den 500 Millionen ganz schnell 5 Milliarden Strahlen pro Sekunde. Unser halbes Budget ist also bereits aufgebraucht und wir haben noch nicht mal mit den Sekundärstrahlen für beispielsweise Reflexionen angefangen, die Raytracing erst so interessant machen. An diesem simplen Rechenbeispiel sieht man schon, warum pures Raytracing trotz dem Performance-Boost aktueller Grafikkarten
immer noch keine Option ist. Stattdessen greift man zu einer Technik namens Hybrid Rendering. Hybrid Rendering bedeutet, dass große Teile des Bildes per Rasterisierung berechnet werden, das Bild aber gleichzeitig gezielt durch ausgewählte Effekte verbessert wird, die am stärksten von Raytracing profitieren. Im Falle von Control sind das normale und transparente Reflexionen, Kontaktschatten und globale Beleuchtung. Gehen wir die einzelnen Effekte mal schnell gemeinsam durch. Wie Reflexionen mit Raytracing berechnet werden können, habe ich bereits im zweiten Teil der Serie im Detail erklärt. Und natürlich nutzt man diese auch in Control. Hinzu kommen Reflexionen auf transparenten Objekten wie zum Beispiel Glas. Hier vermischt man das reflektierte Bild mit dem Hintergrund, der schon davor existiert hat. Das ist besonders nützlich für Control, da man viel Zeit in großen Bürokomplexen mit natürlich sehr viel Glas verbringt. Kontaktschatten erweitern die herkömmliche Schattendarstellung und machen diese noch etwas realistischer. Das zeigt sich vor allem in der Nähe des Ursprungsobjekts, das den Schatten wirft, daher kommt auch der Name. Kommen wir zum Schluss noch zu globaler Beleuchtungsberechnung. Die korrekte Darstellung von Licht war für die Computergrafik schon immer ein spannendes Problem, weil der Pfad des Lichts natürlich nicht am ersten Schnittpunkt mit einem Objekt endet, sondern von dort aus weiterstrahlt. Ohne Raytracing ist allein schon die korrekte Beleuchtung eines Raumes eine Herausforderung. Das sieht man vor allem an eng aneinanderliegenden, farbintensiven Objekten. Zusammenfassend kann man sagen, statt das Rad neu zu erfinden und nur noch alles mit Raytracing zu berechnen, kombiniert man die Vorteile von Rasterisierung mit den Vorteilen von Raytracing für optimale Qualität bei optimaler Performance. Hybrid Rendering zeigt sich auch beim direkten Blick auf die Hardware, hier bei einem Breakdown der Berechnung eines einzelnen Frames. Man sieht, wie große Teile der Bilderzeugung, wie zum Beispiel das Shading oder Post-Processing, ohne Einsatz von Raytracing durchgeführt werden. Die grün hervorgehobenen Teile sind die eben angesprochenen Reflexionen, Beleuchtungsberechnungen und Kontaktschatten. Für die Schnittberechnung kommen sogenannte RT-Cores zum Einsatz. In Folge 2 habe ich bereits angesprochen, dass man Hüllkörper nutzt, sogenannte Bounding Volume Hierarchies, kurz BVH, um nicht gegen jedes einzelne Dreieck testen zu müssen. Nichtsdestotrotz ist die Schnittberechnung trotzdem ziemlich teuer. RT-Cores stellen hierbei eine Hardwarebeschleunigung dar, die fundamental ist für das Erreichen der 10 Milliarden Strahlen pro Sekunde. Wow, das war eine ganz schöne Menge Theorie, oder? Also obwohl ich die meisten Themen schon so oder ähnlich in der Uni hatte, muss ich trotzdem für dieses Video nochmal einiges recherchieren. Ich habe euch in der Videobeschreibung wieder einige Quellen verlinkt. Gerade die technische Dokumentation zu Control ist wirklich herausragend. Kommen wir zur Ruhe und lassen die Grafik also erstmal auf uns wirken. Als erstes der Unterschied der Reflexionsqualität ohne und mit Raytracing. In diesem Beispiel sieht man auch schön die Reflexionen auf transparenten Materialien wie Glas. Mit simplen Screen Space Reflections würde man hier nicht weiterkommen, weil der reflektierte Raum ja hinter der Kamera ist. Natürlich sieht sowas auch in Aktion gut aus. Der im Intro angesprochene fiktive und düstere Artstyle von Control profitiert spürbar von den verbesserten Effekten. Hier nochmal der komplette Durchlauf. Control erstmal ohne Raytracing-Effekte, dann mit aktivierten Reflexionen und mit transparenten Reflexionen, verbesserte Beleuchtung und mit Schattenkorrektur. Im Seite-an-Seite-Vergleich sieht man den Unterschied deutlich. Kommen wir zum Schluss noch kurz zum Thema Performance. Obwohl dieses Thema eigentlich erst in der nächsten Folge behandelt wird, habe ich trotzdem mal ein paar simple Messungen gemacht. Verschiedene Szenen, einmal ohne RTX und ohne DLSS und einmal mit RTX und DLSS auf einfach. Das Ergebnis hat mich selbst überrascht. Denn natürlich verliert man Leistung durch das aufwendige Raytracing, aber DLSS war sogar in der simplen, schwächeren Version in der Lage, diese Einbußen wettzumachen, sodass ich am Ende sogar mit mehr FPS rausgelaufen bin. Ich muss hier auf jeden Fall noch weitere Messungen machen und vor allem auch die Bildqualität von DLSS genauer untersuchen. Und genau das ist der Inhalt von Folge Nummer 5.
Und damit sind wir am Ende angekommen. Das war die 4. Episode von Beyond RTX. Und irgendwie auch so ein bisschen meine Lieblingsepisode, einfach weil ich die Grafik von Control so sehr feiere. Von mir gibt es auf jeden Fall die Empfehlung, Control einfach mal selbst auszuprobieren. Und wenn ihr euch für die technischen Details interessiert, habe ich euch wieder einige Quellen in der Videobeschreibung verlinkt. Ebenfalls verlinkt habe ich euch unser Gewinnspiel einer Palette RTX 2080 Super, die definitiv genug Power hat, um auch auf höheren Auflösungen Control mit allen Einstellungen auf Ultra zu spielen. Das Gewinnspiel endet bald, also macht dort gerne noch mit. Mir bleibt am Ende wie immer nur Dank zu sagen, einmal euch fürs Zusehen und natürlich Palette und Nvidia für die Unterstützung der Serie. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen mit meiner Begeisterung für Computergrafik anstecken. Natürlich hat aber die immer höchste Grafik auch ihren Preis. Und deswegen werden wir uns in der nächsten Episode nochmal gezielter mit dem Thema Performance beschäftigen und verschiedenste Grafikkarten vergleichen, von einer RTX 2060 Super bis zu einer RTX 2080 Ti. Bis dahin, macht's gut. Ciao.